An euch alle. Ich freue mich, euch alle hier zu sehen. Ganz besonders die Gewerkschafter. Ich bin ja Gewerkschafter. Und ich freue mich, hier in Fulda beim Ostermarsch zu sein. Trotz alledem. Danke. Und wenn ich jetzt hier sitze, dann soll das keine Missachtung von euch sein. Nein, ich hatte eine Fuß-OP und kann nicht so stehen. Deshalb habe ich diese Weltraumschuhe an. Ja. Wer bin ich? Ich bin der Otto Frank aus Alsfeld. Seit 50 Jahren Ostermarschiere. Faszinanten konnte ich mitsingen. Das hat mich gut erinnert. Ich fand es nur erschreckend, dass wir heute so weit wieder sind, dass das solche Notwendigkeit hat. Das hat mich wirklich tief berührt. Ich bin auch seit 50 Jahren, mehr als 50 Jahren Gewerkschaftsmitglied. Nicht nur Mitglied, sondern immer aktiv in allen Gremien und so weiter, bei der GEW. Ich habe für Bildungsreform mitgestritten und war im Personalrat und. Ich will das nicht alles auflisten, aber das ist eine durchgängige Linie. Da ging es immer auch um Frieden und Demokratie und Akzeptanz und Toleranz. Ich bin jetzt kurzfristig gebeten worden, stellvertretend für den Kollegen Ulf als Gewerkschafter hier was zu sagen. Habe ich gern angenommen. Ich finde, Gewerkschaft und Frieden, das ist ein Gebilde. Da gibt es eine Verantwortung. Und deshalb, denke ich, werde ich hier sein. Ich werde vielleicht, mein Beitrag wird nicht neue Erkenntnisse bringen. Viele von euch wissen das, aber vieles werde ich sagen. Aber man muss manches, auch wenn es bekannt ist, immer wieder neu sagen. Ich war auch deshalb gern dabei, weil, das muss ich was Persönliches von mir sagen, seinerzeit als junger Student war ich schon für die GEW, Gewerkschaft. Warum? Was hat mich motiviert? Lebenserfahrung. Stellvertretend will ich hier nur zwei Beispiele benennen. Damals wurde Studienanfängern geraten, sich bei Fragen zum sinnvollen Studieren und zum effektiven Studieren beraten zu lassen. Doch eine zuständige Person war zu keinem Zeitpunkt zu finden. Fehlanzeige. Man wurde gesagt, Personalmangel. Das andere Beispiel. Um einen Platz in einem Hörsaal zu einer Vorlesung zu bekommen. Eine Vorlesung, die jeder haben musste. Wer sie nicht hat, kann er noch ein Semester dranhängen. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie, ich konnte mir kein Semester leisten. Ich habe in Ferien gearbeitet und das war nicht. Aber es war, ich denke, ich muss sehr viel früher hingehen, um einen Platz zu bekommen. Halbe Stunde war ich vorher da. Wo war mein Platz? Auf der Treppe im Aufgang zum zweiten Stock. Da saßen wir und haben dann Germanistik-Vorlesung gehört. Wie bitte? Effektives Lernen, entweder soll ich Lehrer sein? Bei solchen... Danke, nein. Das hat natürlich Spuren hinterlassen. Bei der nachfolgenden Demo hat uns ja gearbeitet, wir wollten auch handeln, bei der nachfolgenden Demo gegen den allgemeinen Bildungsnotstand, nicht nur an der Universität, Schulen ebenso, skandierten wir, in der Rüstung sind Sie fix, für die Bildung tun Sie nichts. Ich denke mir, das ist heute genauso aktuell wie Faszinanten. Hallo, wo sind wir denn? Wir sind so ein reiches Land. Das kann doch nicht wahr sein. Damals waren sie Starfighter, heute weiß ich nicht, was das ist. Ich bin kein Militärexperte. Aber wir hatten wohl den richtigen Nerv der Regierenden getroffen. Ihre Blödzeitung nannte uns auf ihrer Titelseite Pinscher und zitierte damit den dicken Kanzler Ludwig Erhard, statusgerecht abgebildet mit der Chefzigarre in der Hand. Ich habe demokratisches Verständnis gehabt. Hallo, Mann. Dann habe ich Argumente erwartet. Nein, wir sind Pinscher, sind wir Hunde? Was ist das für eine Demokratie? Das gleiche Muster habe ich auch empfunden. Ihr erinnert euch sicherlich, letzten Jahres Ostermärsche. Ein Graf Lambsdorff, auch aus der Regierung, nennt Ostermarschierer Lumpenpazifisten. Er muss ja nicht unsere Meinung teilen, bitteschön. Sachliche Argumentation.
wir Aufklärung, Nachhilfe geben, Vernunft. Nein, wir sind Lumpenpazifisten. Hallo. Sind wir froh, dass wir Demokratie haben? Hätten wir keinen, wo landen wir denn die Lumpen? Und wo müssen wir die Geschichte wieder neu wiederholen? Das alles war ein hilfreicher Beitrag für unsere politische Bildung. Und heute pauken uns Corona-Krise und Ukraine-Krieg mit ihren verheerenden wirtschaftlichen und sozialen Folgen und ihren Auswirkungen auf unser aller Leben und das der Menschen in anderen Weltgegenden die Lehre ein. Alles hängt mit allem zusammen. Ist euch sicher bekannt? Trotzdem denke ich, wir müssen es immer wieder sagen, denn manche Beiträge, da spüre ich davon nichts. Das ist immer eine große Verengung. Auf der Zunge ist man weit, aber im Kopf wird es manchmal eng. Ich nenne das abgekürzt das AHAZ-Prinzip. Das bewahrt uns vor beklagenswerten Tunnelblick, vor einseitiger und verkürzter Denkweise und hilft uns, die gegenwärtige Welt besser zu begreifen und macht Mut, unseres Verstandes zu bedienen, ganz so wie die Aufklärung zu Beginn der bürgerlichen Demokratie von Immanuel Kant gesagt, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Ja, und heute, wir wissen, in der Politik geht es immer nur um Interessen. Und die Frage, wem nützt es? Hinter allem. Wir leben in einer Zeit des Krieges in der Ukraine, im Jemen, in Mali, in Kurdistan und in vielen Orten der Welt ist Krieg. Menschen sterben, müssen fliehen oder werden zum Militärdienst gezwungen. In Russland genauso, in Ukraine und andernorts. Das Töten muss ein Ende haben, überall. Und die Gefahr des Atomkriegs ist real. Von einem bekannten großen Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts aus Trier, ist vielen wahrscheinlich auch bekannt, stammt der Befund, Krieg versteht sich von selbst, da er unmittelbar ökonomisch dasselbe tut, als wenn die Nation einen Teil ihres Kapitals ins Wasser würfe. Ich bin darauf gestoßen, hat ein Herr Marx im 19. Jahrhundert geschrieben. Wie bitte? Ich kann es ja nochmal lesen, wenn Sie es hören wollen. Krieg versteht sich von selbst, da er unmittelbar ökonomisch dasselbe tut, als wenn die Nation einen Teil ihres Kapitals ins Wasser würfe. Ich fand das Zitat auch deshalb wichtig, weil ich bin gebeten worden, soziale Aspekte zu benennen. Nicht das Kriegsgeschehen, ich denke, das machen andere. Das ist auch bekannt, aber die Soziale. Und das ist eine Basis, eine Grundkenntnis. Ja, und das passiert ja schon bei der Vorbereitung des Krieges. Bei der Aufrüstung. Jeder Euro, der in diesen Krieg gesteckt wird, der in die Aufrüstung gesteckt wird, der fehlt für eine armutsfeste Sozialpolitik, für gute Bildung, siehe die Schulen, viele kennen die selbst eigene Erfahrung, wo heute sehr viele sich weigern, Lehrer zu werden. Also wir brauchen Lehrer und Ausgebildete, kleinere Klassen, damit Persönlichkeitsbildung und alles das habe ich mal gedacht, wir werden reicher, das schaffen wir. Nein, das war schon vor dem Ukraine-Krieg negativ. Und jetzt fürchte ich, dass die Ressourcen das noch weiter runterdrücken. Wo wollen wir denn hinkommen? Wir sind doch kein Volk von Idioten, Entschuldigung. Dieses Geld fehlt für gute Bildung und vor allem, wissen wir doch, für den sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft. Und da brauchen wir die ganze Welt. Wir alleine schaffen das nicht. Und die Ressourcen müssen wir friedlich behalten, sonst haben wir kein Leben. Wir brauchen keine Diskussion mehr über Klimawende, wenn uns vorher der Stecker gezogen wird. Und deshalb finde ich es gut, dass so viele Leute herkommen, die es verstehen und sagen, wir sind für den Frieden. Und auf ein Eingangszitat aus den 60er Jahren zurückzukommen, kann ich heute sagen, also nun doch wieder nur fix für die Rüstung und nichts für die Gesellschaft, außer ein paar sozial etikettierte, ruhigstellende Prosamen,
die man uns allerdings vorher schon über gesteigerte Mehrwertsteuereinnahmen größtenteils aus der Tasche gezogen hatte und nach wie vor zieht. Das ist das Prinzip Ahatz. Sonst kann man diese Erkenntnis nicht gewinnen. Friedenspolitik sieht anders aus. Nur eine solidarische, Entschuldigung, dass ich das gestört habe, nur eine solidarische und nachhaltige Gesellschaft kann Frieden schaffen. Die Bundeswehr nicht. Ja, mehr noch. Die zu Sondervermögen euphemistisch umgelogenen Kriegskredite, wie die erneut geforderten milliardenschweren Draufsattelungen, müssen ja irgendwann von irgendwem bezahlt werden. Und das sind wohl kaum die Reichen und die Kriegsprofiteure, wie Rheinmetall, Siemens und wie sie alle heißen mögen. Die werden die Rechnung nicht begleichen. Rüstung tötet bereits im Frieden, indem sie, wie der Krieg, Ressourcen auffrisst, die auch den Hungernden und Bedürftigen fehlen. Davon gibt Not und Elend der Menschen auf der südlichen Erdhälfte ein schauriges Abbild. Und wenn sie zu uns kommen wollen, werden sie noch abgewehrt. Wir haben mitgetan, gestrickt an der Soße. Dies nicht sehen zu wollen, jetzt kriege ich wieder ein Zitat von dem Herrn von vorher. Dies nicht sehen zu wollen, hieße, Zitat, ein Ochse zu sein, der in Menschheitsqualen den Rücken zu kehren und nur für seine eigene Haut sorgen zu wollen, wie es dieser Marx zitiert hat. Was also tun? Die Aufgabe für uns als Friedensbewegung, wie als Gewerkschaft, ist uns ans Herz gelegt, dem Kriegsgeschrei und den Kriegstreibern in den Arm zu fallen und sich nicht kirre machen zu lassen beim friedlichen Kampf, ich betone friedlichen Kampf, gegen Krieg und Kriegsvorbereitung für Frieden. Frieden kann man nur machen, wenn man auch in sich Frieden hat. Wo habe ich den schön gelesen? Das war auf den Punkt gebracht. Wir wollen nicht Gewalt. Nein, wir stehen hier, weil wir fürs Leben sind. Wer sich nicht zu uns gesellt, sich abseits stellt oder gar gegen uns positioniert, dem sollten wir bei solch existenziellen Fragen dem Beispiel der amerikanischen Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter folgend die Fragen, which side you are on? Which side you are on? Wir sagen nachhaltig Nein zum Krieg, verhandeln statt schießen, den Ukraine-Krieg beenden, Waffenstillstand jetzt, den Frieden gewinnen und nicht den Krieg. Ja, danke Otto für deinen Beitrag. Danke für eure Bestätigung. Das gibt mir noch die Kraft, weiter gesund zu werden. Danke. Toi, toi.